Verehrte Damen und Herren, guten Abend, herzlich willkommen beim SWR1 Musikclub unterwegs. Feine Konzerte, kleine Bühnen, exklusives Publikum, überall in Baden-Württemberg. Heute Abend in Stuttgart, im SWR und nur etwa 111 Schritte vom SWR1 Studio. Erleben Sie heute einen der größten Stars der deutschen Musikszene, so nah wie nie, Peter Maffay. Und bitte begrüßen Sie jetzt Ihre Gastgeberin im SWR1 Musikclub, SWR1 Moderatorin Stefanie Anhalt. Einwandfrei. Man hat Ihnen wohl gesagt, dass Sie zu sehen und zu hören sind, oder? Das ist klasse. Vielen, vielen Dank für diesen herzlichen Empfang und herzlich willkommen zu dem Liederabend. Peter Maffay singt die bekanntesten Weihnachtslieder. Ja. Na gut, ich habe gelogen. Es stimmt nicht. Aber es war gerade so schön weihnachtlich, oder? Und heute ist der dritte Advent und wie Sie sehen können, Lametta kann man auch anziehen. Also von daher haben wir uns alle fein gemacht. Ich sehe schon, Sie haben den Weg hierher gefunden. Das freut uns sehr, denn Sie kommen tatsächlich aus ganz Baden-Württemberg, haben wir gesehen. Denn Sie mussten ja Ihre persönliche Peter-Maffay-Geschichte schreiben zu Ihren Songs. Und ich freue mich auch ganz herzlich, dass wir nicht nur SWR1-Hörerinnen und Hörer begrüßen dürfen, sondern auch Gäste, die die Karten über die SWR-Landesschau gewonnen haben. Und was noch toller ist, herzlich willkommen den Lesern der Stuttgarter Nachrichten, die ebenfalls gewonnen haben. Wir bieten Ihnen gerne das Wohnzimmer. Also von daher, man muss allerdings sagen, wenn ich nicht gewusst hätte, dass ich im SWR-Studiosaal bin, ich hätte ihn nicht wiedererkannt. Es sieht nicht immer so aus. Also wir haben uns ein bisschen aufgehübscht und ich hoffe, Sie sitzen bequem. Offenes Feuer ging jetzt nicht. Also noch irgendwie ein Adventskranz oder so, das wäre nicht gegangen. Aber geht's auch so? Was meinen Sie? Das nennt man Warm-up, ja? Damit Sie schon mal so richtig in Schwung kommen. Wobei, ganz ehrlich, das ist ja nur ein kleiner, feiner Versuch meinerseits. Denn wenn er gleich kommt mit seiner Band, dann vermute ich, dass Sie da noch mal eine Schippe drauf tun können, oder? Können wir schon mal einen kleinen Eindruck kriegen, wie das gleich ist, wenn er kommt? So eine Aufwärmphase ist immens wichtig, hinterholt man sich Zerrungen. Also das will ja keiner, ja, dass sie sich heute Abend noch verletzen beim Jubeln oder so. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit. 18 Nummer 1 Alben hat er gemacht. Er ist schon so lange im Musikgeschäft, dass er auch alle musikalischen Phasen quasi durchlaufen hat. Aber jetzt, glaube ich, wird er uns vor allen Dingen hier unplugged begeistern. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie ganz herzlich im Musikclub heute Abend Peter Maffay und Band. Guten Abend. Schön, euch so zu sehen. Sitzt alle bequem? Ja. Geht auch gleich los. Ich hoffe, ihr habt gute Laune mitgebracht. Weihnachtlich gute Laune. Ich sehe ein paar bekannte Gesichter. Das gibt es wirklich. Über all die Jahre hinweg gibt es einige unter euch, die uns begleiten seit langer Zeit und die kennen wir persönlich. Schön, dass ihr da seid auf diesen hübschen Sofas. Kann man auch stehen. Später oder gleich. Es geht los. Viel Spaß und einen schönen Abend euch und uns. Die Welt da draußen wartet nur auf mich. 100 Pferde stürmen mit mir durchs Morgengau. Auf dem Weg dorthin hör meine Sorgen auf. Im freien Fall durch das gelobte Land. Kein Plan B und auch kein Notausgang.
Nichts hält mich auf, auf meinen Thron aus Flammen. Im freien Fall durch das gelobte Land. Gewitter, die durch die Straßen ziehen. Ich fahre los, hau nicht zurück. Doch das Leder umarmt mich wie das pure Glück. Im freien Fall ist das gelobte Land. Kein Plan B und auch kein Notausgang. Das gelobte
und erzähle von mir. Ich bereue nicht, dass es sie gibt. Ein Bild ist der Zweit, sie bleiben mir für die Ewigkeit. Ich hab das Leben erlebt, sie sind der Beweis. Stärke, Mut, meine Verwundbarkeit. Ich trage sie für mich, manchmal tragen sie mich. Sie sind meine Geschichte in Schatten und Licht. Sie gehen mir unter die Haut. Diese schwarzen Linien zeichnen mich aus. Sie fallen mir noch immer auf. Denn sie gehen mir unter die Haut. Sie sind mein Monument. Sie verändern sich nie. Narben zeichnen Bilder in meine Welt. Ein Ergebnis meiner Fantasie. Sie tragen nach außen, was in mir liegt. Sie gehen mir unter die Haut. Diese schwarzen Linien zeichnen mich aus. Sie fallen mir noch immer auf. Denn sie gehen mir unter die Haut. Das hat man auch selten, dass einem jemand einen Hocker hinstellt und dann noch neben Peter Maffay. Lauter Kavalier. Guten Abend. Super, oder? Ja. Das ist ein Service hier beim SWR. Finde ich auch großartig. Aber alle sitzen so schick. Ja. Wunderbar. Extra für dich. Perfekt. Na, für uns, oder? Ja. Aber weil ich hier einfach so für dich und du sage, wir haben uns vor ein paar Wochen zum ersten Mal getroffen, dann sagt er, hallo, ich bin der Peter.
Und ich dachte, okay, Herr Maffei hätte ich auch irgendwie komisch gefunden, aber irgendwie war es trotzdem irgendwie so, hallo Herr Maffei, Anhalt mein Name. Aber es ist tatsächlich so, man hat ja das Gefühl, man kennt dich einfach durch die Songs natürlich. Das war ja gerade ein sehr persönlicher Song, die schwarzen Linien. Wann ging das los mit den Tattoos? Ganz genau 96. 1996. Oh, das sind ja jetzt schon das ein paar Jahre. Das war das erste, ja, ja, danke. Ein paar. Also da war das noch nicht so in, sage ich mal. Doch, doch, doch. Echt? Doch, doch, doch. Doch. Ich aber die Tribals, sonst hier das viele bunte Zeug noch nicht so. Wahrscheinlich nicht so ausgeprägt, das ist richtig, glaube ich. Aber Tattoos gab es damals schon lange. Und mein erstes Tattoo, das ich mir habe stechen lassen, ist ein indianisches Symbol. Ich wohnte damals zeitweilig in Kanada und am Rande eines Indianerreservats und ich beschäftigte mich mit indianischer Kultur, mit deren Geschichte. Und da spielen Totems und spielen ganz bestimmte Symbole eine ganz wichtige Rolle. Und mein erstes Tattoo stellt einen Raben dar, einen Wanderer zwischen den Welten, zwischen den Lebendigen, der lebendigen Welt und der toten Welt. Und das ist das einzige Wesen, das es gibt, das diese Fähigkeit besitzt. Und Rock'n'Roll ist auch so ein bisschen eine Gratwanderung und deswegen gefühlt mir das ganz gut und das war mein erstes Tattoo. Und wo ist das? Es ist die logische Anschlussfrage, Entschuldigung. Ja, es ist eine jugendfreie Sendung heute Abend. Ja. Nein, nein, die ist auf meinem Arm. Also, ach, okay. Ganz harmlos. Es ging ja. Ist das so, also du hast schon gesagt, das war dein erstes. Man sieht ja deutlich, dass du mehrere hast. Viele sagen ja, wenn man einmal damit anfängt, man wird süchtig. Ich meine, der Keyboarder könnte vielleicht mitreden in dem Zusammenhang, aber... Gewissermaßen hält sich heute ein bisschen bedeckt. Noch. Noch, okay. Wir haben das aber gehört. Nee, Pascal und ich, wir sind so die zwei, die da emsig dabei sind. Ich glaube, er hat sehr viel mehr als ich. Stimmt das, Pascal? Ja, ne? Ich denke ja. Ja. Und du hast recht, wenn man einmal damit anfängt, dann ist es eine kleine Leidenschaft. Inzwischen kennen wir eine ganze Reihe von Leuten, auch in unserem Feld, die diesem Hobby frönen. Und wenn es so einschneidende Augenblicke gibt oder irgendetwas, was einem widerfährt, wovon man das Gefühl hat, dass es von Bedeutung ist, dann ist es sehr oft verbunden mit einem Tattoo. Jetzt bist du gerade mit der MTV Unplugged, mit dem MTV Unplugged Album rausgekommen. Da hast du ja viele Gäste dabei. Jennifer Weiss zum Beispiel, die Sängerin von Jennifer Rostock. Ja. Sehr tätowiert. Es gibt ja Lethal Weapon, diesen Film, wo Mel Gibson mit René Russo immer so Schusswunden vergleicht. Habt ihr mal vielleicht Tattoos verglichen oder so? Ich glaube. Guck mal, ich habe hier was. Jennifer hat keine Schusswunden. Nee, der war gut. Aber verglichen haben wir das auch noch nicht. Dieser Wettbewerb steht noch auf. Okay. Ich nehme das, was du mir jetzt erzählst, als Anregung mit und schlage sie mal vor. Okay, sagst du, wenn also du Ärger kriegst, kannst du sagen, das war die vom SWR. Okay. Jetzt nächstes Jahr ist die große Tour. Das hier ist ja quasi nur so ein Appetit haben, muss man dazu sagen. Nächstes Jahr die große Hallentour, auch präsentiert von SWR 1. Wen nimmst du da alles mit? Also sind die alle dabei? Johannes Oerding? Auf jeden Fall schon mal mehr, als wir heute Abend hier sind. Ja? Wir sind ja in einer kleinen, vorweihnachtlichen Version unterwegs, ja, mit Peter Keller an meiner Seite und Pascal Gavetz, Charlie Clauser kennt ihr seit auch geraumer Zeit jetzt an unserer Seite, sie ist zusammen mit Leon Taylor und mit Linda Teodosio so die Stimmenverstärkung, die wir uns immer wünschen. Aber ihr werdet im Verlauf des Abends noch merken, dass Charlie sehr, sehr viel mehr am Kasten hat. Er spielt also so ziemlich alles, was man auf Instrumenten spielen kann. Und der andere mit noch hervorragendem Schlagzeug. Da muss ich ihn acht nehmen. Und dann haben wir für diese paar Tage, die wir unterwegs sind, und heute ist das letzte Konzert, dann ist diese kleine Runde vorbei. Da uns zwei Leute im Chor fehlen, haben wir händeringend nach jemandem gesucht, der das kompensieren kann. Und wir haben Nathalie Pütz bei uns, die uns aus der Patsche hilft mit einer wunderschönen Stimme. Und dann gibt es noch einen unter uns, der muss aufstreichen für drei. Niklas Hartz, liebe Leute.
Ich würde mal sagen, wenn wir dann unterwegs sind, du hattest danach gefragt, wie das dann aussieht, dann haben wir 3 Streicher, 3 Bläser, ein Percussionisten, leider nicht Ray Cooper, aber dankenswerterweise einen Kollegen, der im Nichts nahesteht, aus Afghanistan kommt, ein großartiger Musiker, Hakim. Und Bertram Engel ist dabei, Ken Taylor ist dabei am Bass. Also dann sind wir vollzählig und wir freuen uns drauf, denn das wird bestimmt etwas Schönes, die Tour. Und so Gastsänger wie Johannes Oerding oder auch Jennifer Weiss, seid ihr damit, sind mit dabei? Der Johannes wird die ganze Tour mit dabei sein, was sehr uns schön. Enorm sehr freut. Schön, ja. Johannes Oerding auf jeden Fall. Und dann ist es natürlich ein bisschen schwer, so alle unter einen Hut zu kriegen, denn jeder hat so sein Programm und ist unterwegs oder nimmt auf oder hat Fernsehsendungen etc. Also von Jennifer wissen wir, dass es möglicherweise mit ein paar Konzerten klappt. Zugesagt in dieser Größenordnung hat auch Ilse de Lange von den Common Linnets, was uns sehr freut, weil das eine großartige Künstlerin ist. Katie Melua wird ein paar Konzerte mitspielen. Lauter gute Nachrichten heute. Ja. Und Philipp Häusel auch. Ein Landeskind, ja. Aus Ludwigsburg, ja. Philipp Häusel. Da freuen wir uns. Also alle, die in Halle dabei waren, werden auch temporär zumindest auf der Tour dabei sein. Scheint so, als ob ihr euch gut verstanden habt. Das haben wir, in der Tat. Es war eine wunderbare Mischung, ein tolles Erlebnis in Halle zusammen zu musizieren. Vor allem auch deswegen, weil wirklich jeder sehr seinen eigenen Stil hat. Die Zusammensetzung könnte nicht bunter sein. Also von Jennifer, die sehr punkig, rockig ist, bis hin zu Philipp, der sehr, sehr zart und sehr filigran ist in dem, was er macht. Johannes Oerding, Rhythm and Blues, Blutsbruder. Ja, es hat viel Spaß gemacht, es war richtig gut. Schön. Jetzt wollen wir aber auch nicht weiter quatschen, oder? Ich würde sagen Musik. Wir machen ein bisschen Musik und dann quatschen wir wieder. Dann quatschen wir aber wieder, so machen wir es. Wir treffen uns hier wieder. Hier kommt der Mensch, auf den du wartest. Ihr könnt gerne mitmachen, wenn ihr wollt. Ich will nicht wissen, wo du herkommst. Erzähl mir nicht, wie reich du bist. Es interessiert mich nicht, ob du König oder ein Bettler bist. Ich will nicht wissen, ob du Mut hast, der Angst in ihr Gesicht zu sehen. Und wenn du hinfällst, wirst du aufstehen. Wirst du mit mir im Feuer stehen? Setz die Regel, mach die Leine los. Da draußen warten deine Träume. Am Horizont ist Gott, siehst du es scheinen. Niemand kann dir nehmen, was du bist, weil deine Kraft in dir unendlich ist. Der Mensch, auf den du wartest, der bist du, nur du, nur du. Ist nicht wichtig, ob du schön bist oder der Titel, den du trägst. Ist ganz egal, in welchem Land du dich nach Schlafen legst. Erzähl mir nicht, dass andere schuld sind, denn alles fängt nur bei dir an. Und ist ganz egal, wer du bist, solang ich dich vertrauen kann. Niemand kann dir nehmen, was du bist.
Dankeschön. Ich hoffe, es geht euch gut. Das war zackig. Also, vor vielen Jahren gab es einen Anlass, ein Lied zu schreiben, welches wir heute immer noch spielen. Und spielen deswegen, weil dieser Anlass von damals auch heute noch existiert. Mitte der 80er Jahre, Anfang der 80er Jahre, gab es auf beiden Seiten der politischen großen Blöcke eine Aufrüstung, die an Wahnsinn grenzt. Warum? Weil auf beiden Seiten atomare Potenziale angehäuft wurden, mit denen man die Welt mehrfach einfach in die Luft, in den Weltraum sprengen kann. Dieses Gleichgewicht des Schreckens hat dazu geführt, dass die Konfrontation zwischen den großen Blöcken irgendwann mal aufhörte, in dieser Form zu existieren, weil man sich quasi totgerüstet hat. Die Potenziale allerdings gibt es heute immer noch. Und wenn wir in die Nachrichten gucken, Nordkorea, Südkorea, Iran, wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir immer noch auf diesem Zeug sitzen, auch hier in Deutschland, dann macht es Sinn, an diesen Umstand zu erinnern. Dann macht es Sinn, dass wir alle zusammen irgendwann mal es hoffentlich schaffen, die Politiker zu überwinden, die Politik in die richtigen Wege zu leiten, damit diese Bedrohung, mit der wir Tag und Tag leben, mit der die kommenden Generationen leben müssen, damit diese Bedrohung aufhört. Es kann nicht Sinn und Zweck der Menschheit sein, sich in die Luft zu sprengen. Nicht uns, nicht die Kinder gekommen, die kommenden Generationen. Deswegen, hier kommt Eiszeit. Blut so bis zum Saturn.
Atlantis kommt jetzt vor. Doch wo bleibt der Mensch, der sich daran freut? Eiszeit. Wenn die Meere untergehen und die Erde bricht, wenn die Erde bricht. Kontinente rasen in Sekunden auf sich zu. Wer sie noch den letzten Blitz, dann vor dieser Explosion. Die Wolken sehen zu uns, und wo es die Wüste war, geht nur ein schwarzes Loch, und der letzte Mensch bittet um den Tod. Wenn die Meere untergehen und die Erde bricht, wenn die Erde bricht. Oh, irgendwo ein letztes Ziel. Bleibt die Snow-Utopie, rote Städte von den Rufersast. Eiszeit. Eiszeit. Wenn die Meere untergehen und die Erde bricht, wenn die Erde ich habe sie auch, die Platte, ja? Hier, es ist auch kein Aufkleber drauf, so von wegen hier Schallarchiv oder sowas, ja?
privater Bestand, meine Damen und Herren. Ich sag's gleich. Ja, nämlich. Und es heißt wieder, oh, Anfang 80. Ja, 81, ich habe nachgeguckt. Ich will leben. Guck mal, hast dich kaum verändert. Oder? Hier, wollt ihr mal sehen? So sieht das aus damals. Eine Schallplatte, kennt ja heute nicht mehr jeder. Ein bisschen faltenloser war das schon. Was sagst du? Ich sag, ein bisschen faltenloser war das schon. Oder? Ah, es war schon irgendwie also mit dem Hut auch und so. Den habe ich leider verschenkt und die Gitarre auch. Oh. Und dann ist noch etwas drauf. Schau mal, fällt dir was auf? Oh, das geht heute gar nicht mehr. Mit Zigarette. Das sieht man sonst nur noch so bei der Alte oder so, wenn da so alte Produktionen gezeigt werden, da trinken die, da rauchen die in Fernsehproduktionen. Ist heute überhaupt nicht mehr denkbar. Mach ich auch nicht mehr. Ich hab aufgehört. Zu rauchen? Ja. Wow. Zu lachen. Und es ist sehr bekömmlich, also wirklich. Man muss ja nicht alles aufgeben, aber das Motorradfahren hast du nicht aufgegeben. Nein, natürlich nur nicht. Im Winter. Oh. Also es kommt ja auf das Land bei an uns, vielleicht. Bei uns blühen ja jetzt inzwischen schon Pflanzen oder wachsen Pflanzen. Also Winter wird immer milder. Und also Motorradfahren, das ist eine Leidenschaft, die teile ich gerne mit vielen anderen. Und bin auch in so einem Motorradclub dabei und warte jetzt, bis Frühling kommt. Aber zunächst einmal steht es in der Garage, wird gewienert und geputzt und hergerichtet. Und so. Und dann kommt das macht auch Spaß, ja, oder? Absolut. Aber um nochmal auf Eiszeit zu kommen, du hast ja gerade schon vorher in der Anmoderation gesagt, dass man das immer noch singen kann, weil das ist zwar Anfang der 80er Jahre geschrieben, aber immer ein bisschen was hat sich wahrscheinlich verändert in all den Jahren, aber wirklich zum Positiven oder ist das manchmal so, dass man denkt, das hat man jetzt schon Anfang der 80er gesungen und trotzdem hat sich die Welt nicht verbessert oder sehe ich das so pessimistisch? Ich glaube, wir dürfen eigentlich keine pessimistische Haltung einnehmen, ja, also wenn man zum Beispiel an kommende Generationen denkt, dann, und das tun ja Gott sei Dank viele, dann haben wir geradezu die Verpflichtung, positiv nach vorne zu gehen, unsere Energien zu bündeln und was Gutes aus unserer Situation zu machen. Die Tatsache ist allerdings, dass es immer wieder Brandstifter gibt, die es meisterlich verstehen, die Welt in Konflikte zu stürzen. Es gibt einen amerikanischen Präsidenten namens Trump, der genau das im Augenblick tut. Wir waren vor ein paar Wochen in Bethlehem, da war alles friedlich. Wenn wir heute die Bilder ansehen, die uns von dort erreichen, es gibt wieder Tote, es gibt wieder Straßenschlachten, Barrikaden und uns. Die Gegend kommt nicht zur Ruhe und das nur, weil einer den Anfang gemacht hat, und das ist leider er. Ja. Wir müssen Acht geben, dass diese Menschen unsere Menschheit nicht bestimmen und unsere Schicksale nicht überlagern mit ihren Entscheidungen. Wir müssen ihnen verbieten, so etwas zu tun. Starke Worte. Ja, und wenn man einen positiven Effekt vielleicht feststellen kann, ist, dass sich Menschen vielleicht wieder für Politik interessieren und sagen, wir können das nicht mit uns machen lassen. Also es wäre der vielleicht der einzige positive Aspekt an diesem Verhalten, oder? Wir haben es in der Hand. Wir leben ja in einem Land, in dem eine Demokratie, eine lebendige Demokratie existiert, die auf dem Boden der belasteten Geschichte entstanden ist, mit all den Problemen, die es gab, die wir nie mehr sich wiederholen lassen wollen. Deswegen ist es ja so wichtig, Aufklärung zu betreiben. Deswegen ist es so wichtig, gegen radikale Strömungen anzukämpfen, ob die von rechts kommen oder von links. Aber gerade diese Tendenzen sind ja im Augenblick wieder sehr deutlich und auch Isolation, der europäische Gedanke geht immer mehr in den Hintergrund, obwohl das die große Chance für uns wäre. Es gibt viel zu tun, ja. Und nur die Gesellschaft, wir können das verändern. Wir können das nicht delegieren an irgendjemanden und sagen, macht ihr das für uns, sondern wir selber müssen das machen mit den Mitteln, die uns die Demokratie gibt. Du bist ein sehr engagierter Mensch. Du hast auch damals, ich werde das nie vergessen, Mein Kind zum Beispiel, auch da hast du dir schon viele Gedanken gemacht um die Zukunft. Inzwischen bist du ja auch Vater, hast Kinder. War das eine mutige Entscheidung, dass du gesagt hast, ich mache es trotzdem? Das ist, glaube ich,
Ausdruck dieser Haltung, von der ich vorhin sprach, nämlich nach Möglichkeit positiv nach vorne zu gehen. Ja. Ich habe nie in meinem Leben etwas Schöneres erlebt als die Existenz meines Sohnes. Und jeder, der Kinder hat, wird das bestätigen können. Das ist das, was Mut macht. Das ist die Kraft, die heranwächst, um die Fehler, die heute gemacht werden, morgen zu korrigieren. Und deswegen muss man Kinder stärken, vor allem auch schwache Kinder. Deswegen gibt es zum Beispiel auch unsere Stiftung, in der wir uns um traumatisierte Kinder bemühen. Die Zukunft, unser Schicksal, auch unser eigenes, liegt im Grunde genommen in den Händen der Kinder. Ich habe vorher schon mal gesagt, du bist ein Künstler für alle Generationen. Also die Kinder kennen dich über Tabaluga ja auch. Also dieses Zusammenspiel. Hättest du jemals gedacht, als dieser Drache ins Leben gerufen wurde, dass er so erfolgreich wird über so lange Zeit? Natürlich nicht, niemand wusste das. Im Grunde genommen war das ein kleines Experiment und dann wuchs sich das aus. Es war wie so ein Flaschengeist. Wir haben den Stöpsel gezogen, plötzlich schwebte über uns eine Märchenfigur. Aber es ist wunderbar, weil dieses kleine Wesen ist in der Tat generationsüberbrückend und hat uns dazu gebracht, die Stiftung zu gründen, von der ich vorhin erzählt habe. Und wenn man so will, ist das eigentlich unser übergeordnetes Ziel geworden. Wir machen Musik, genauso leidenschaftlich, und da ist kein bisschen weniger Spaß dabei. Aber es gibt Gott sei Dank noch etwas, was das überlagert und quasi wie ein Dach da ist, und das ist die Stiftung. Und wir sind ja jetzt schon 17 Jahre lang dabei und tun das. Und es ist eine wunderschöne Motivation zu sehen, dass man irgendwie den toten Punkt überwinden kann, dass man Jugendlichen helfen kann, dass man mitverfolgen kann, wie sie sich aufrichten und wie sie ein bisschen Pause von ihrem Schicksal nehmen und so weiter. Das zeigt uns, dass wir, wenn wir alle zusammenschmeißen und jeder seine Fähigkeiten einbringt, egal in welchem Umfang, dass wir eine Kraft sein können. Und mit dieser Kraft können wir etwas verändern. Das ist das Beste. Zusammen sein, kein Egoismus, sondern zusammenstehen. Ich glaube, das ist wirklich ein ganz wichtiger Punkt. Wir haben heute Abend jemanden da, die Hörerinnen und Hörer haben uns ja Geschichten geschrieben. Es ist ein Großvater mit seiner Enkelin da und hat gesagt, ich möchte, dass sie diesen Abend erlebt, denn sie führt im Frühjahr 2018 Tabaluga, führen sie auf. Sind sie da, die beiden, heute Abend? Da hinten, also, das ist doch, weil... das war so als Belohnung dafür, dass sie gesagt hat, ja, genau, also keine Scheu, das ist... Musst du arg viel üben? Ja, also geht. Ja, also geht. Das war so... Wie heißt du denn? Maya. Maya, was spielst du denn in dem Theaterstück? Ich bin Tabaluga. Du bist Tabaluga? Oh. Also besser geht's ja gar nicht. Wunderschön. Sag mal, und wer spielt Lilly? Habt ihr nicht? Oh, das ist eine gekürzte Version. Nein, das ist dann wahrscheinlich die nächste Geschichte. Welches Stück führt er denn auf? Tabaluga und das verschenkte Glück. Ist das gar nicht von dir? Nee, ich hätte jetzt gedacht, es kommt Tabaluga und die Reise zur Vernunft, aber das verschenkte Glück. Und wer hat das bei euch initiiert? Eure Lehrerin oder? Unser Musikschulleiter. Okay. Und warum, wenn ich fragen darf? Warum das verschenkte Glück? Weil wir das einfach schön fanden, wie sie dieses, wie soll man das sagen? wie sie dieses zusammengefasst haben, dass man anderen Leuten eine Freude machen kann, indem man ihnen einfach Kleinigkeiten gibt. Die kommen dann tausendfach zurück. Ja. Wunderbar. Und der Opa ist ganz stolz auf dich und ist mit dir heute Abend hergekommen. Er strahlt. Wir können die Lampe da hinten auch ausmachen, glaube ich. Also das würde auch reichen. Das wäre... Wunderbar. Ja, pass auf, dann an dieser Stelle von uns allen viel Erfolg mit dem Stück, viel Spaß und macht auch anderen Leuten viel Spaß, denn das kommt, wie du ja gesagt hast, tausendfach zurück. Danke.
danke. Und ich habe noch eine Eintrittskarte für Sie. Oh, das ist ja schön. Zauberhaft, vielen Dank. Das ist das Cover. Tabaluga verschenkt sein Herz. Ne? Eigentlich ist es ein Viertel von einem Kleeblatt. Ne? Aber die vierblättrigen Kleeblätter bedeuten ja Glück. Ja? Das wünsche ich dir auch. Frohe Weihnachten, komm gut ins neue Jahr, vor allem in das Stück, das ihr aufführt. Ja? Und viel Erfolg. Okay? Danke für die Antwort. Wow. Also, was für ein Auftritt. Erstes Radiointerview, dann noch den Helden getroffen, alles ist gut. Und ich habe eine Eintrittskarte. Und du hast auch noch was abgezockt hier. Also wirklich, unglaublich. Vielen Dank, Peter Machwey, für den Augenblick. Ich verziehe mich mal wieder und wir hören noch ein bisschen Musik. Wir genau, uns hier kommt Siebenbrücken. Manchmal gehe ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsche ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Und manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal heiß. Manchmal weiß ich nicht mehr, was ich weiß. Manchmal bin ich schon am Morgen blüht. Und dann such ich Trost in einem Lied. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein, aber einmal auf der Erde scheint. Manchmal scheint die Uhr des Lebens still zu stehen. Manchmal scheint man immer nur im Kreis zu gehen. Manchmal ist man wie von fern weg ran. Und manchmal sitzt man still auf einer Bank. Manchmal greift man nach der ganzen Welt. Manchmal meint man, dass der Glücksstern fällt. Manchmal immer, wo man lieber geht. Und manchmal hat man das, was man so liebt. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auf der Helle du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auf der Helle scheint. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal bist du
Wünsche sein. Aber einmal auf der Hölle scheint. Über sieben Brücken musst du gehen. Sieben dunkle Jahre überstehen. Siebenmal wirst du die Asche sein. Aber einmal auf der Hölle scheint. Dankeschön. Du gibst alles, wenn du gibst. Du verliest dich, wenn du liebst. Junges Mädchen, bleibe froh und okay, so bist du, nur du, nur du. Wenn mich deine Hand berührt und mir deine Wärme spürt, dann weiß ich, was auch geschieht, es wird gut, so bist du, nur du, nur du. Doch ich spür die Kraft in dir. Und was du verlangst, nicht mehr als du gibst. So bist du, nur du, nur du. Du sagst immer, was du denkst. Und die Liebe, die du schenkst, ist so zärtlich und so gut und so tief. So bist du, nur du, nur du. Und wenn ich gehe, du als Teil von mir. Und gehst du, bleib meine Wärme hier. Und wenn ich bleibe, du als Teil von mir. Und der andere lacht mit dir.
vielen Dank dem Kollegen Ingo Mund übrigens auch für diesen sensationellen Service über diesen Hocker. Unglaublich, wie der das macht. Immer bringt er den Hocker. Das ist super, gell? Also echt. Sieht auch gut aus. Also. Ja. Also der Kollege, du hast gerade vorher gesagt, das ist jetzt die letzte Station. Ihr wart in Magdeburg und ich in Köln. Und der Kollege vom MDR, der hat sich auf den Boden gesetzt, weil es nämlich keinen Hocker gab. Das sah irgendwie schon irgendwie ein bisschen nach Lagerfeuer aus. Das war ganz goldig. Und dann habe ich gedacht, also, ich fände so einen Hocker ganz cool. Aber ich sag mal so, er hat sich da ganz locker auf den Boden gesetzt. Es sieht einfach schöner aus, wenn man auf so einem Hocker sitzt und sich in die Augen guckt. Ich finde das eigentlich auch ganz schön, muss ich gestehen. Also es hatte einen gewissen Charme, aber ich dachte, auf den Teil verzichte ich. Aber jetzt mal ehrlich, was wir gerade gehört haben, So bist du. Ich glaube, das ist einer der schönsten Texte und die schönste Liebeserklärung, die man in Worte und Musik fassen kann. Oder würden Sie mir da widersprechen wollen? Es ist auf jeden Fall ein Song gewesen, der viele erreicht hat. Und es gab davon dann Jahre später, das fanden wir alle sehr interessant und amüsant, gab es eine super schöne Version von Oli P. Und das wurde dann plötzlich zu einem großen Hit. Völlig überraschend, weil wir damit nicht gerechnet haben natürlich. Und solche Sachen, die passieren eigentlich ziemlich selten. Dass ein Song mehrmals mit großem Abstand dann so ein Ziel erreicht. Also, und man spielt den Song gerne, der ist harmonisch sehr angenehm. Ja, und man hört ihm auch gerne zu, weil ich sage, ja, das ist, also ich meine, da muss man nicht irgendwie viel übersetzen, sondern das sind ganz klare, deutliche Worte. Und wir haben ja die große SWR1 Hörerhitparade und da ist er immer platziert und weit oben. Und wir im Kollegenkreis, also ich gebe gerne zu, ich war schon 5-mal auf AC/DC-Konzerten, also das ist sonst eher meine härtere Gangart, aber bei So bist du, da wird mitgesungen und zwar alle durch die Bank, es ist völlig egal. Gut so. Ja, und das finde ich das Erstaunliche. Und ist es nicht, also ich kann mir vorstellen, weil es so direkt ist und so emotional, du singst auf Deutsch und zwar schon immer, ist das nicht eigentlich viel ehrlicher, auf Deutsch zu singen? Emotional? Also ich sag mal so, wenn man einen Engländer dazu befragen würde. Roger Whittaker hat es gemacht, aber der hat nicht verstanden, was er singt. Also von daher war das natürlich noch was anderes. Nein, die Erklärung ist eigentlich wirklich sehr einfach. Mein Englisch ist nicht so wahnsinnig gut, ich spreche das ja. Also gedacht. Gar nicht unflüssig, aber es ist dann doch ein großer Unterschied, ob man in seiner Muttersprache singt. Und das war so, ich habe mit 20 angefangen, mit einem mit kleinen Lied, das hieß damals Du, das war auch Deutsch. Und dann habe ich einfach festgestellt, das geht mir am besten über die Lippen. So. Wenn ich mit anderen Gesangskollegen zusammen bin, ja, und gerade zum Beispiel auf dem MTV-Album, da gibt es ja einige Beispiele, und das sind dann Kollegen, die aus England kommen oder aus den Staaten kommen, dann singen wir mit denen auch Englisch. Das ist nicht also jetzt in Stein gemeißelt alles. Aber ich komme am besten zurecht mit Deutsch, damit bin ich aufgewachsen. Mein Publikum versteht mich damit am besten. Und so sind wir eben bei dieser. Aber ich kann mich aber erinnern an Zeiten, wenn ich zum Beispiel bei manchen, die Geschmacksrichtungen haben sich ja im Laufe der Zeit immer wieder verändert. Ich kann mich erinnern, dass uns Leute begegnet sind, die gesagt haben, Mensch, sing doch einmal Englisch, dann werden deine Lieder im Radio gespielt und Dinge dieser Art. Ja. Ja, gut, man kann sich auch mal irren. Genau. Auf jeden Fall, kurz danach, man hat eine Zeit lang praktisch fast nur englischsprachige Musik gehört. Kurz danach gab es dann plötzlich Bands, die wahnsinnig erfolgreich waren und die dann Deutsch gesungen haben und haben gesagt, guck, es geht also doch. Ja, und inzwischen ist das Standard. Wichtig ist es nicht wirklich. Wichtig ist die Sprache. Das ist kein Dogma. Ja. Man singt das, was man gerne tut. Und wenn einer Englisch singt oder Französisch oder Italienisch oder sonst irgendwie, ist das völlig egal. Hauptsache, er tut das mit Gefühl und mit Energie und erzählt den Leuten etwas Sinnvolles. Und dann ist die Sprache nicht so wichtig. Ich glaube, das tun hoffentlich die meisten, die Musik machen. Inzwischen ist es aber tatsächlich so, dass es wieder viel mehr Bands und Musiker gibt, die auf Deutsch singen. Also gerade wir in Stuttgart haben ja nun auch einiges im Fundus diesbezüglich. Ja. Das ist auch ganz gut so. Aber
Wir möchten nochmal auf deine Fans zu sprechen kommen. Ja? Gerne. Weil gerne. Wir haben ja wunderschöne Geschichten von ihnen bekommen. Ich habe mir so ein paar rausgesucht. Maggie zum Beispiel aus Herrenberg. Ja? Die muss sich jetzt nie mehr anhören, beziehungsweise ihr Mann muss sich nicht mehr anhören, dass sie seinetwegen mal auf ein Peter Maffay-Konzert verzichtet hat, weil ihr Mann nämlich ja Geburtstag hatte. Ist Maggie da? Da. Wir haben auf einen Anrufbeantworter gesprochen. Ja? Sie waren nämlich nicht zu Hause. Und der Mann ist jetzt, glaube ich, total dankbar, dass das jetzt alles ein Ende hat. Ja? Dass er sich nicht mehr anhören muss. Ja, reckt den Daumen nach oben. Also das wäre sehr rührig. Und ewig ist das eingraviert in wessen Ehering? Ewig nach dem Lied. Da hinten sitzt das Ehepaar mit ewig. Wunderbar. Und wer hat gestern geheiratet? Die haben wir auch noch hoffentlich da. Gestern frisches Glück auch da drüben. Also das ist die total romantische Hochzeitsecke. Ich merke schon. Und hat trotzdem Kerzen mitgebracht zum Leuchten. Ja, also es ist wirklich traumhaft. Maja haben wir schon kennengelernt. Das war auch das. Und was ich auch sehr schön finde, Karin aus Karlsruhe war 18, hat dein Lied Du hattest keine Tränen mehr gehört, hat gedacht, das ist das Schlimmste, was ihr je passieren kann. Was für ein Liebeskummer. Ist sie da? Da. Hallo Karin. Jetzt ist sie verheiratet, glücklich, seit 26 Jahren, hat 3 Kinder, alles gut gegangen. Also von daher. Ja. Also hat sich alles zum Besten gewendet. Also es war wirklich nur eine ganz kleine Auswahl. Wir haben tausende von Zuschriften für heute Abend bekommen und das ist jetzt wirklich, es war ganz schön schwierig, das auzuwählen, aber wir hatten Sie auch gebeten, mal so 10 Fragen vorzubereiten, die Sie loswerden möchten. Ne? Ja, und? Wo sind die? Zettel raus? Wer möchte? Also es ist jetzt die Gelegenheit, Ihrem großen Idol Peter Maffay eine Frage zu stellen. Immer, jetzt sind Sie schüchtern, ne? Und? Guck. Ah, hier, junger Mann, super. Der Kleinste hat den größten. Pass mal auf, ich komme mal zu dir vor. So, was müsstest du denn wissen? Ob der Peter Maffay noch Rumänisch kann. Ja. Nicht mehr so gut wie früher. Beziehungsweise, wenn ich dann ein paar Tage in Rumänien bin, das mache ich inzwischen wieder regelmäßig, dann geht das besser. Manchmal hilft auch so ein kleiner Schnaps. Und dann wird alles ein bisschen entspannter. Aber Sprache ist etwas, was man speichert, glaube ich. Und wenn man das dann wieder übt, dann kommen die Dinge, dieses Vokabular und alles kommt dann einigermaßen wieder zurück. Ja? Hast du eine bestimmte Beziehung zu Rumänien oder warum war das deine Frage? Ja, weil meine Mutter kommt aus Rumänien. Sprichst du auch Rumänisch dann? Ja. Sag mal was. Zum Beispiel, könntest du ja mal sagen, ich heiße auf Rumänisch und dann deinen Namen. Mokerme Sebastian. Okay. Das war korrekt. Das war korrekt, okay. Aber den rumänischen Schnaps trinkst du noch nicht, oder? Nee. Suica. Suica, selbstgebraut. das macht blind. Ach nee, das war... Also, nein. Ich war mal in Rumänien. Das schärft die Sehnerven. Ich war zweimal in Rumänien. Wirklich? Und da gab es Suica. In Arad und in Temeswar. In Kinderheim damals. Und das war schon beeindruckend auch. Du hast diese Kinderheime gesehen, diese schlimmen mit dem Hospitalismus, wo Kinder wirklich, also es war schon eine harte Zeit, das war nicht lange. Das ist Gott sei Dank nicht mehr wirklich. Nee, einfach. Das hat sich hoffentlich und glücklicherweise geändert, ja. Wir haben ja eine Einrichtung in der Nähe von Hermannstadt, zwischen Hermannstadt und Kronstadt und seit 7 Jahren und die Verhältnisse haben sich schon verändert, es gibt noch immer viel zu tun. Gefälle ist immer noch groß, aber diese schrecklichen Bilder damals aus der Ceausescu-Zeit, die gibt es Gott sei Dank nicht mehr. Ja, glücklicherweise, weil das war wirklich ganz schlimm. Aber wer hat noch eine Frage? Es war doch Jetzt. Also ich glaube, ich muss noch mal, ich gehe mal runter hier. Moment, ich bleibe in Bewegung. Wir fangen einfach mal hier an. Sie haben sich gemeldet. Ich war's. Ja, also mich würde mal interessieren, vorher war das Gespräch mit den Bandmitgliedern aus Afghanistan. Würde mich mal interessieren, wie du zu den kommst, die Verbindung und überhaupt die Band, wie lange sie zusammenspielt, wechselt es immer wieder mal oder sind es relativ feste Besetzungen über Jahre? Hast du mitgeschrieben, das waren mehr als fünf, glaube ich. Einigermaßen kriege ich das, glaube ich, noch hin. Völlig klar, irgendwann hat diese Band angefangen, sich zu formen. Und die ersten, die dabei waren, das war der Papa von Pascal, Jean-Jacques Ravetz, den man auch bei Udo bewundern kann. Dann kam Steffi Stephan dazu, ein Bassist, der ebenfalls bei Udo spielt. Bertha Engel.
Und so schön langsam wuchs die Band zu dem heran, was sie heute ist. Wir sind aber viele, viele Jahre jetzt zusammen, einige Jahrzehnte. Es ist wirklich so, dass inzwischen schon die zweite Generation in dieser Band mitmacht, zum Beispiel Liam Taylor, der Sohn von Ken Taylor. Also die Fluktuation ist bei uns extrem gering. Wir sind eine kleine Lebensgemeinschaft. Inzwischen, wir machen nicht nur Musik zusammen, sondern wir leben zusammen. Und das seit Jahrzehnten. Das ist ein wunderbarer Umstand und das ist wie eine Burg, in die man sich zurückziehen kann. Wenn wir zusammen auf die Bühne gehen, dann wissen wir, dass da genügend Sicherheit da ist und das ist ein sehr schöner Umstand. Daran wird sich wahrscheinlich auch nichts ändern. Wir verstehen uns gut, auch bei uns fliegen manchmal ein bisschen die Fetzen, das ist ganz normal. Aber es gibt ein übergeordnetes Verständnis und das ist so die geilste Band, die man haben kann. So, hier waren aber noch mehr Anmeldungen, hier ist der nächste. Ja, hallo Peter. Mich würde mal gerne interessieren, wie kamt ihr zur MTV Unplugged-Konzerte? Viele spielen ja Hallentourneen. MTV Unplugged ist ja ganz was Besonderes. Woher kam der Gedanke? Kam da eine Einladung? Oder wie wir haben denen ein Angebot gemacht, dass sie nicht ausschlagen können. Nein. MTV Unplugged ist ein schönes Ziel. Ich glaube, viele Musiker machen das gerne, weil man natürlich auch weiß, wer alles schon MTV Unplugged aufgenommen hat. Da gibt es ja fantastische Beispiele, musikalische Beispiele. Und in einer solchen Runde stattzufinden, ist einfach super. So zu musizieren ist fantastisch, weil wir uns reduzieren auf wirklich minimalste Möglichkeiten. Zwei Hände, ein Instrument, Stimme, viel Herz und Enthusiasmus. Und ich weiß nicht, ob du diese Bilder gesehen hast in Halle, vielleicht hast du das Video gesehen von unserem Album. Da waren die Leute so nah wie ihr jetzt hier, an uns dran, vielleicht sogar noch näher, aber um uns herum. Die konnten uns so richtig auf die Finger gucken, über die Schulter gucken. Und das kreierte da entstand eine wunderschöne Atmosphäre. Ja. Dazu die Gäste, über die wir vorhin gesprochen haben. Das ist etwas, wovon eigentlich jeder Musiker träumt, beziehungsweise sich vorstellt, dass das attraktiv und spannend ist. Was ja auch in der Tat so, das ist ja auch so eingetreten. Ja. Insofern ist MTV als Adresse eine tolle Geschichte, ein solches Album zu machen, eine wunderbare Erfahrung. Das macht man nicht jeden Tag, das macht man vielleicht einmal, zweimal. Und insofern ist das schon eine einschneidende Station. Ja. Jetzt damit auf Tour zu gehen, heißt wieder eine Herausforderung anderer Art, weil wir jetzt aus den kleinen, aus dieser intimen Situation in eine große Halle gehen, Schleierhalle hier in Stuttgart. Jeder kennt die, das ist also schon ein bisschen etwas Größeres. Da muss man Entfernung überbrücken, trotzdem Intimität versuchen zu erzeugen etc. Also das ist die Herausforderung. Aber so zu musizieren, wie wir es jetzt zum Beispiel hier tun, das ist einfach Genuss, das macht Spaß. Ja. Prima, also wir danken, wir ziehen weiter. So Hanfried, jetzt wird es schwierig ja mit der Kamera, wir ziehen mal hier rüber. So, also Peter, Stefanie und wer bist du? Ja, ich bin die Gabi. Gabi, welche Frage hast du? Ja, also mich interessiert, ob nächstes Jahr auch Open-Air-Konzerte geplant sind. Ich glaube, Gabi, dass wir ganz stark uns konzentrieren werden jetzt auf diese 23 Konzerte in den Hallen. Es geht ja auch bald los. Wir werden also kurz unter dem Weihnachtsbaum liegen und dann geht es eigentlich auch schon wieder in die Proben. Im Februar beginnt das Ganze oben im Norden. In Timmendorf werden wir proben. Dann gehen wir von dort nach Kiel, Premiere in Kiel, dann einmal quer, kreuz und quer durch die Republik. 23 Konzerte, das ist unsere große Aufgabe im Augenblick. Und wenn das dann vorbei ist, dann könnte es passieren, dass wir,
wenn wir die Schnauze noch nicht voll haben, dass wir dann über eine solche Situation nachdenken. Vorstellbar ist das, absolut machbar, aber eins nach dem anderen, jetzt erstmal die Hallen und wenn das gut geht und wir inspiriert aus dieser Situation rauslaufen, dann könnte ich mir das vorstellen. Es gibt nachher, nach der Tour, noch etwas, worauf wir uns freuen, ein Ausflug auf der Queen Mary, auf diesem großen, stattlichen Schiff. Und da sind wir ein paar Tage unterwegs mit einem Schiff voller Fans und spielen da, hoffentlich nicht bei Windstärke 12. Sonst spielen wir nicht, sonst machen wir was anderes. Und dann sieht man. Also es gibt keinen Zeitdruck, es gibt keine weiteren Planungen. Wir lassen das ein bisschen auf uns zukommen. Ja? Super. Also das mit dem gut laufen, glaube ich, ist schon mal gegeben, weil ein Termin in Baden-Württemberg, was wir präsentieren, ist schon ausverkauft, das Konzert. Also ich glaube, das könnte kein Kriterium sein, dass das nicht läuft. Hat noch einer eine ganz wichtige Frage? Nein, jeder nur eine Frage. Und das waren eh schon 5 in 1, ne? Also noch einmal hier vorne und dann, glaube ich, wollen wir noch ein bisschen Musik hören. So, wer bist du denn? Melissa. Und kommst woher? Bei Mosbach Heidelberg. Heidelberg. Das ist eine Ecke von hier. Ich würde gerne fragen, welcher Titel dir am meisten am Herzen liegt, also von deinem Titel. Also welcher für dich die größte Bedeutung hat? Du stellst Fragen. Ganz schön schwer. Irgendeiner, der halt eine Bedeutung hat. Wie beantwortet man das? Es gibt eine ganze Reihe von Songs, die wir gerne spielen. Jeder hat da seine Favoriten. Ich könnte dir, ehrlich gesagt, nicht einen Titel nennen, der so aus allen herausragt. Wir haben ja einige gemacht, gespielt, ich weiß nicht wie viel, einige hundert. Und aus dieser Menge von Songs ragen schon einige heraus. Heute Abend spielen wir einige davon, zum Beispiel Eiszeit ist ein solcher Song. Ja. Siebenbrücken ist ein solcher Song. Ich wollte nie erwachsen sein, ist einer von diesen Songs. Die sind schon, ich sag mal, ein bisschen übergeordnet. Aber das sind immerhin einige. Einen alleine könnte ich nicht aussuchen. Ich würde wahrscheinlich heute den nennen, morgen einen anderen. Auch tagesabhängig, manchmal gefällt mir etwas morgens besser als am Abend und so. Aber es gibt eine Reihe von Songs, die haben diese Tiefe oder diese Bedeutung, weil wir damit auch etwas ganz Bestimmtes verbinden. Ja? Und einige Beispiele habe ich dir genannt. Danke sehr. Ja? Ich würde sagen, wir machen noch ein bisschen Musik. Ne? Gerne. Ihr erinnert euch, ich habe euch darum gebeten bzw. gefragt, ob ihr Lust habt mitzumachen. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Es kommt jetzt zu euch ein Song, der heißt Schatten in die Haut tätowiert. Ihr nehmt alle seine Sachen, keiner hört sein leises Lachen. Ihr schließt direkt die Türe. Und die Straße alle wieder. Moment, das Dröhnen der Motoren und die Lichter, die ihm blenden. Für ein Easy Rider, da ist der Highway nicht zu Ende. Schatten in die Haut, der Torfies. Spuren, die für immer bleiben. Das ist für ihn nur Rock'n'Roll. Sein letztes Loch der vollen Touren, die Nacht verwischt die letzten Spuren. In seiner Nadel kommt das Blut, er spürt die dumpfen Schläge. Er fällt zu Tafeln in die Arme, die Hölle hat Erbarmen. Wohin es geht, das ist ihm heute Nacht egal. Alle sich irgendwann, das ist ein Mal. Schatten in die Haut, der Torfied. Spuren, die für immer bleiben. Das ist für ihn, oh, Rock'n'Roll.
die schöne neue Welt, die vor uns liegt. Es ist schön, dass man davon kalte Füße kriegt. Wird morgen wirklich kein wenig dagegen tun. Die Pille gibt es längst, die man auch schlucken muss. Für Glücksgefühl gegen Überdruss. Wir werden schon verplanen, schauen auch noch wohin zu. Ich meine Gott, alle Wahre will ich drehen. Die Kinder kommen da, sie trotzen los. Sie sehen perfekt, doch ziemlich ewig aus. Am Denken steht ein Tor, ohne Bücher noch kein Mensch will sehen. Wunderschönes Solo von Pascal, Leute.
wollen den Abend beschließen. Wir wollen den Abend beschließen mit Sonne im Herzen und Sonne in der Nacht. Ihr macht mit. Hier kommt es. Thank you.
was hast du gemacht? Geht's nochmal los? We'll be right back.
was hast du gemacht? Danke schön, Stuttgart! Aber jetzt übertragen wir die Verantwortung auf euch. Ja. Leute, bevor es unter den Weihnachtsbaum geht, ein kleines Lied hinterher. Wir freuen uns sehr, dass wir uns hoffentlich vollzählig in ein paar Wochen wiedersehen, hier in Stuttgart oder irgendwo unterwegs. Wir verbinden jetzt mit diesem Song gleich zwei Wünsche. Ein schönes Fest, ein friedvolles Weihnachtsfest und kommt rüber in guter Form, gut gelaunt, so wie heute Abend, nach 2018 und habt ein schönes Jahr 2018. Alles Gute. Freiheit, ich meine, so heißt der Song.
ihr neuer Tag, frei, die ich meine, ist, was man wirklich mag. Frieden, den ich meine, ist ohne blinde Wut. Liebe, die ich meine, ist viel Gefühl und Mut. Was für ein wundervoller Abend. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich. Es war ein Traum. Dankeschön. Danke. Das Dankeschön geht an dich zurück. Geht an euch zurück, Leute. Geht an alle, die draußen zugehört haben. Viel Spaß. Und wie gesagt, eine ruhige Zeit. Alles Gute für das kommende Jahr. Freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Kommt gut nach Hause.